Hallo und willkommen zum Portal 2 Community Co-op zusammen mit Twitch Sora hier neben mir. Kuckuck. Moin, moin. Wir sind immer noch in der Co-op-Reihe, die da auch so heißt, Co-op. Teil 4. Teil 1 bis 3 waren super, Teil 4 wird auch nicht schlecht werden. Ja, und die werden bis jetzt immer komplexer. Oh ja. Da hat Mystery Battle was Gutes zusammengebastelt. Auf jeden Fall, am dritten Teil haben wir eine Stunde gebraucht, eine gute Stunde. Und abwärts! Oh. Ein Würfel fällt schon. Ja. Ah, ich hab den Ausgang gefunden. Boing. Wir können ja direkt mal gucken, was wir dafür brauchen. Wir brauchen ja eine Kugel. Das ist eine gute Idee. Hä? Ach so, wir müssen was an die Decke drücken. Ja, mit einem Strahl. Also, ja, mit einem Strahl. Mhm. Da kann ja nur ein Strahl sein, oder? Gibt's Alternativen zum Strahl? Sprungplattform, die es immer wieder nach oben schleudert. Das ist ja, dann geht der Ausgang immer nur ganz kurz auf. Ja, durchhuschen oder zerstört werden. Wenn du zerstört wirst, hast du die ganze Kammer von vorne spielen. Warte mal, wer von uns beiden zerstört wird bei der Aktion. So. Der die Portale hat. Guck mal, da wird noch eine. Was ist das denn? Was ist denn da drin? Eine Kugel. Guck mal, da ist eine Kugel drin und da liegt eine Kugel daneben. Das ist ja interessant. Jetzt, wo ich Remote View anhab, sehe ich das sogar. Warte kurz. ja. Moment. Einmal mit Profis arbeiten. Wo ist denn jetzt Remote View hier? Plus Remote View. Plus. Ach, Demon, das. Dann warst du noch nicht bei vielen Streamern, ganz ehrlich. Das ist doch eigentlich ganz normal. Und bitte. So, ja, was ich sagen wollte, da liegt eine Kugel und da ist eine Kugel drin. Sind aber nicht die gleichen, oder? Das ist nur ein Beispiel, glaube ich, da. Das ist nur ein Beispiel, würde ich sagen, ja. Wer nicht weiß, dass er da pinnen kann und die Kugel dann sieht. Nett gemacht auf jeden Fall. Die ist ja komplett in dem Glaskasten drin, ne? Ja, okay. So, hier können wir, aha, wenn ich das richtig sehe, den Grill ausmachen. Wir brauchen aber ein permanentes und was getimtes. Ach, hier kann man ja reinlaufen. Ach so, Das ist wieder ein Wandknopf hier. Da wird gedrückt. Mhm. Und das andere wird wohl ein normaler Knopf mit sein. Mit einem blauen Strahl. Da können wir nicht selber ran. Guck mal, hier kann ich. Hä? Kann ich den Würfel nochmal rufen? Da kannst du wahrscheinlich selber resetten. Ja. Das Interessante ist, er geht nicht kaputt, wenn er in der Luft ist, wenn ich den Knopf drücke. Ja, das ist wirklich interessant. Müsste sich doch eigentlich direkt auflösen. Da drüben ist übrigens, falls du es nicht sehen kannst, da wo ich pin, ich ist eine weiße Fläche. Ich komme direkt rein. Wie erreicht man die denn? Gibt's hier eine Brücke? Nee. Wahrscheinlich nur ja, den Strahl. Ja. Es gibt eine Brücke. Wir haben eine Brücke und einen Strahl. Die Brücke ist da, direkt neben dem Strahl. Okay. Dann fangen wir mal irgendwie an, uns was zu holen. Was geht denn hier auf? Da drüben könntest du mit dem Raum aufmachen. Da. Ach wir so, könnten mach hier. Den ja auch also, auf. Also einer von uns könnte eine der zwei Sachen mitnehmen. Ja, und sobald wir mal irgendwie. Was kriegen wir? Einen Würfel und eine Kugel. Sobald wir mal eine Sache haben, können wir vielleicht. Ja, dann müssen beides wir das holen. Ja, dann müssen wir das allerdings zurücklassen. Gut, ich nehme mal die. Was nehme ich? Nee, eigentlich wäre es besser, wenn wir den Strahl zuerst nehmen. Dann können wir den Würfel nämlich holen. Oder wir machen es einfach nacheinander. Vielleicht hilft es. Ach so, da ist noch Glas dazwischen. Wie schön. Wie blöd. Naja. Ja, und da müsste man dann. Ich glaube, den Würfel soll man gar nicht holen. Weil die Druckplattform ist genau da gegenüber von der anderen weißen Fläche. Ich glaube, wir müssen das einfach nur irgendwie umschießen, damit der Würfel daran gedrückt wird. Okay, dann, warte mal, die Kugel konnten wir noch nicht holen. Die würden wir so auf jeden Fall rausbekommen. Ich sehe gerade nicht, ob es durch den Grill geht. Doch, ich glaube, es geht durch den Grill, oder? Ja, würde ich sagen. Aber es fällt davor, oder? Nee,
Doch, doch. Der Dispenser ist vor dem Grill. Hä? Ah, dann soll das verhindern, dass man da irgendwie rausspringt mit Schwung oder so. Vielleicht. Um die Kugel zu nehmen? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade versucht zu verstehen, wie wir hier rüberkommen. Also ich denke nicht, dass wir hier, da bräuchten wir blaues Gel für oder so, dass wir hier hochkommen, ne? Mhm. Wir können auch nicht von da hinten den Strahl schicken oder so, da ist halt nichts Weißes. Nichts, was ich sehen würde. So, das heißt, wir müssen den Grill wegkriegen. Den kriegen wir aber nur weg, wenn wir da einen Würfel drin haben. Und den müssen wir irgendwie schon mal dahin gelegt haben. Dafür stimmt, müssen wir in diesem Raum gewesen sein. Stimmt, stimmt. Wir brauchen einen Würfel. Also werden wir ihn doch irgendwann mal holen müssen. Ja, genau das. Ja. Hm. Das wollte ich jetzt damit gar nicht aussagen, aber hast du recht. Genau. Guck mal da oben hin. Nur damit du das mal gesehen hast. Oh. Man hat keine Möglichkeit, in diesen Strahl einzusteigen, ne? Das ist, also zumindest nicht direkt, aber vielleicht über eine Verlängerung irgendwo. Hm, wüsste ich allerdings auch nicht. Oder kommt man in die Brücke rein? Wir haben halt nichts Ebenerdiges so richtig, ne? Ach doch, na klar, haben wir... Obwohl. Ja, wir haben da drin. Ah! Ich könnte die Brücke holen, hier rüberkommen und... hier in die Brücke rein, aber was hat man davon? Dann müsste ich wieder woanders schießen. Ich will es mal ausprobieren. Also ich hole hier die Quelle. Ah, ich kann dich reinlassen und dann schieße ich dich woanders wieder, aber dann komme ich hier wieder nicht ungestraft raus. Dann könnte ich den Würfel holen. So, kannst du mal wechseln, bitte? Sonst also, kann ich, ja, okay, dann gebe ich also meine Seite wechseln. Oh, okay. Ja, ja, das ist jetzt erstmal egal. Ich wollte jetzt erstmal nur gucken, ob ich dich mit der Brücke irgendwie so... Du kannst jetzt in die Quelle rein. Ja, genau, genau. Und dann hole ich den Würfel. Genau, schicke ich dich da oben raus. Das ist doch schon mal... Ja, okay, und du kannst so jetzt den so könnte ich dann auch den Strahl dahin machen. Müssen wir uns merken. Na, warte mal, das kriegen wir doch... Kriegen wir das nicht immer noch hin? Leg den mal bereit. Ja, wir brauchen den Würfel doch erstmal woanders. Ja, wir benutzen, benutzen ihn erstmal, okay. Ich glaube, das müssen wir später machen. Aber wo und wie? Also. Konnten ja die Kugel noch gar nicht aktivieren. Soweit sind wir noch überhaupt nicht. Ich würde aber sagen, du lässt mich erstmal mit dem Würfel raus. Achso, du wolltest jetzt die Geschichte machen, dass wir beide. Ja, okay. So, und dann kann ich dich rauslassen. Ich habe eh keine Portale, von dem her ist das egal. So, und den, ja. Ja, legen wir erstmal da ab, okay. Den könnten wir theoretisch da oben reinbringen, aber was ist da oben? Da oben ist ein Knopf, naja, sehe ich gerade. Das ist dieser Timer-Knopf für den stimmt, Grill stimmt, hier. Stimmt, stimmt, das ist der getimte Knopf. Ja, ja, das ist... Den hier kriegen wir auch. Warte mal, ich hätte dich doch auch mit der Brücke dahin lassen können. Ich meine, ja, aber das bringt uns ja noch nichts. Ja, ist schon klar, das geht erst, wenn wir da den Würfel gegendrücken. Ja, vor allen Dingen, was haben wir denn dann gewonnen? Ach, dann können wir die Verbindung machen. Glaube ich nicht funktioniert. Wir müssen hier die Kugel gegendrücken. Entweder das oder jemand muss da dagegen laufen, weil erst wenn wir dagegen drücken, kommen wir ja hier rein. Ja, das stimmt. Und dann, ich glaube nicht, dass jemand in diesem Knopf da drin als Person ran muss, weil dann kommst du nicht mehr raus lebend. Da, wo du gerade durch den tödlichen Grill durchgeguckt hast? Ja. Nee, garantiert nicht. Der geht ja noch nicht mal aus, oder? Nee, der geht nicht aus. Aber die Kugel zu kriegen ist jetzt auch erstmal noch... Das Problem ist, die Kugel kriegen wir erst, wenn wir den Grill aufgemacht haben. Und den Grill haben wir erst aufgemacht, wenn wir das Ganze davor gemacht haben. Also können wir die Kugel eigentlich noch nicht dafür benutzen. Also muss einer da oben hin. Dann nimmst du doch den Strahl und drückst dich selber gegen. Aber dann habe ich nicht den Strahl, um hier unten wieder was zu machen. Deswegen muss der mit der Lichtbrücke da oben hin. Okay. Oh, ich möchte. Und der den Strahl hat, geht dann hier unten hin und nimmt den Würfel. Und drückt ihn dann rein. Was dann passiert, kann ich allerdings noch nicht sagen. Lass es uns jetzt probieren. Okay. So, das heißt aber, der mit der Brücke muss auch selber hoch. Ne? Das geht eigentlich auch nicht. Oder?
Weil der muss ja selber die Brücke umschießen, weißt du? Oder der andere präpariert das Portal und übernimmt dann die Brücke, aber dann kommt er auch. Doch, dann muss der andere ihn wieder. Oh, das ist kompliziert. Dann kommst du aber nicht mehr rein in die Quelle. Doch, der andere muss dich zur Quelle hochlassen und dann ersetzt du die Quelle. Das ist dann die Geschichte wieder. Würde ich sagen. Also, wir machen es jetzt mal so, dass. Es muss ja trotzdem der, der die Lichtbrücke hat, da oben hingehen. Der, der die Quelle hat, muss da oben hingehen. Weil es bringt nichts, dass der, der nicht die Quelle hat, da oben hin ist, wenn der andere da unten nämlich den Strahl schießen muss. Dann würde er die Quelle ja aufgeben. Der, die, du meinst, der die Lichtbrückenquelle hat, muss da hoch. Oder hast du über eine andere Quelle gesprochen? Nee, genau über die habe ich gesprochen. Ja, das der mit der Lichtbrückenquelle muss auch da dagegen. Ja, absolut. Da widerspreche ich dir gar nicht. Okay. Lass uns das erstmal machen, dass der mit der Lichtbrückenquelle da hochgeht. Und wie machen wir das? Wir machen das, indem wir uns jetzt hier mal gegenseitig... Also ich habe ja noch die Lichtbrücke. Dann mach du mir mal den, bitte. Ich habe mich gerade im kleinen Fenster zeigen sehen. Wie süß. So. Jetzt könnte ich... dich da holen. Warte mal. Bleib drauf. Wie machen wir denn das jetzt? Jetzt musst du dein Portal da oben, da hinten, da präparieren. Das Problem wird sein, wie ich jetzt hier wieder rauskomme. Moment. Ach nee, ich stehe ja hier drauf. Ach so. Jetzt müssen wir, glaube ich, mit dem Würfel so ein bisschen arbeiten. Andererseits brauchen wir den auch zum Schluss. Den müssen wir dann wieder greifen. Das könnte auch schwierig werden. Also, ich wollte dich jetzt in die Quelle reinlassen und dann ersetzt du die Quelle, ne? Die Quelle. Ja, das habe ich jetzt soweit verstanden. Das heißt, du musst hier zu mir rein. Was wiederum heißt, du musst ohne Portalverlust mir erstmal wieder aufmachen. Was ja auch möglich ist, aber wenn ich hier rausgehe. Ah, Moment, dann nehme ich kurz den Würfel mit. Genau, den legst du jetzt erstmal dahin und dann kann ich danach wieder rauslegen. Wobei, muss ich jetzt hier eigentlich. Ach ja, ich muss dir ja die andere Seite wieder. Genau. Jetzt komme ich zu dir rüber. Genau, und mach hier da drüben auf. Genau. Genau, und jetzt kannst du den Würfel und musst wahrscheinlich auch. Obwohl, dann komme ich ja hier wieder nicht raus. Ja, das ist gerade das Problem, weil du musst nochmal hier rein. Ich komme ja raus, wenn du jetzt raufgehst. Geh mal auf den Knopf, bitte. Ich muss in den Strahl. Achso, nee, ich muss den Strahl holen. Stimmt. Wie mache ich denn das? Muss ich den Würfel jetzt wieder holen? Du legst den Würfel jetzt bei dir hin, holst dann den Strahl und dann holst du den Würfel raus. Ja, naja, das mit dem Rausholen wird schwierig, weil du musst zwischenzeitlich in die Quelle rein, in die Brücke, Dings, da, du weißt schon, was ich meine. Ach stimmt, ich muss ja schon da drin sein. Du müsstest jetzt rein, sonst kann ich ja nicht umschießen. So, jetzt könntest du dir erstmal selbst die Quelle holen, ne? Dann kommst du oben raus, so. Warte mal. Der Würfel kommt doch da oben neu, wenn ich ihn hier unten kaputt mache. Können wir das... Ah, halt! Ich habe überlegt, ob wir das irgendwie nutzen können, dass du den Würfel... Aber den kannst du ja auch nicht zu mir runterwerfen oder irgendwas. Ich kann ihn höchstens halt hier in den Quellraum wieder reintun. Da ist er eigentlich auch schon. Bloß weiter unten. Das ist das Blöde daran. Ansonsten... Gefühlt sind wir eigentlich schon recht weit, aber... Jetzt fehlt... Kannst ja erstmal gucken, ob du den Knopf drücken kannst als Person, sage ich jetzt mal. Ja, habe ich gerade schon gemacht. Achso, habe ich nicht gesehen. Oder nicht drauf geachtet. Das geht also. Okay, du kannst mich hier reinlassen. Dann muss ich da vielleicht auch nur ein Portal präparieren. Na klar, darauf kommt es ja nur an. Achso, du präparierst das jetzt da drin? Genau, dann gehe ich wieder raus. Und dann kannst du zurückkommen. Dann kann ich... Ich hole schon mal den Strahl in der Zwischenzeit. Achso, dann kann das zum Not sogar ich machen. So, der Strahl. Achso, nee. Der muss ja wieder in den Strahl auch rein. So hoch kannst selbst du nicht werfen. Nee, das nicht. Aber es gibt da eine andere Lösung für. Gibt es? Bin gespannt. Mit der Brücke oder was kommt man ja hier nicht? Oh. Wenn du da unten dein Portal machst und ich jetzt erstmal zu dir kommen würde und dann den Strahl nehmen würde, könnte ich durch dein Portal durch und könnte dann das hellblaue ersetzen und den Strahl dann da durchschicken. Ah. Aber dann bin ich da drin und meine Portale sind quasi in Verwendung. Nee, warte mal, das ist schon richtig. Man könnte jetzt...
Das ist schon ein guter Gedanke. Man könnte jetzt den Würfel da einfach erstmal hinlegen. Sobald wir ihn entbehren können. Ach so, klar. So, warte mal. Also deine Brücke brauchen wir nicht mehr. Das ist doch Fakt, oder? Meine Portale können quasi jetzt aufgegeben werden. Genau, du kannst hier jetzt mal schön runterkommen und mir ein bisschen helfen. Und zwar... Oder ich helfe dir, warte. Ich mach dir auf. Dann bringe ich den Würfel darüber. Genau, jetzt bringst du ihn. Jetzt geht allerdings hier wieder. Das geht ja auch nicht. Ja, da stelle ich mich jetzt erstmal hin. Ich muss ihn mir holen. Genau. So, ich hole mir den Würfel und leg ihn bereit, da wo dann der Strahl kommt. Und dann kann ich eigentlich auch den Strahl direkt hinterher schicken. Ne? Genau. Mache ich das? Und dann gehe ich hier noch raus, warte. Und, jetzt war noch die Sache mit... Ach, scheiße. Jetzt musst du ja da oben rauskommen, am besten jetzt, mit der Brücke. Jetzt müsste einer da oben hin, genau. Das ist genau das, was ich vorhin meinte und du so, das ist, guck mal dann. Ja. Ja gut, jetzt haben wir natürlich die Situation, dass der Würfel auch ganz blöd fällt, wenn ich irgendwas Falsches mache. Wie hättest du... Du musstest ja von der Brücke runter... Wie hättest du da oben rauskommen können? Ich hätte meine Portale eventuell bis jetzt behalten können, aber ich wäre nicht mehr da oben hingekommen. Das ist der einzige Punkt. Ja, also du wärst wieder reingekommen über den Boden da. Beziehungsweise kann ich dir ja da aufmachen und kann ja die Portale nochmal holen. So ist es jetzt nicht. Oh, warte. Geht das? Nee, das geht auch wieder. Das wäre mit dem Würfel gegangen. Scheiße. Was dann, denn? Dann hättest du mich hier in die Brücke reinlassen können und dann draußen so wieder rauslassen. Das ist eigentlich eine ähnliche Geschichte, glaube ich. Kann das sein? Ach so, das hätte man machen müssen, bevor... Solange wir den Würfel noch haben. Hast. Ja. Ja, Mist. Ja, müssen wir... Ich glaube, mit dem Würfel müssen wir nochmal neu anfangen. Das bringt jetzt nichts. Ja gut, dann holen wir den Würfel nochmal. Ich lass ihn mal fallen. Ups. So. Platsch. Oh. Nope. Einmal habe ich Platschen gehört. Vielleicht war das nur ein Sound, keine Ahnung. Nein, das okay. Platschen, das war halt, als er da drin runtergefallen ist. Wollen wir mal tauschen? Kann ich mal hoch? Wie musste man das machen? Ja, dann hätte ich ja genau. Hätte ich ja das Portal vorbereiten müssen. So, vorbereitet und jetzt. Erstmal in die Quelle. Genau. Aber dafür brauchten wir den Würfel schon. Nee, das kann ja nicht gewesen sein. Doch, sonst kommst du ja hier nicht rein. Du hättest jetzt den Würfel da hinlegen müssen. Oder nicht? Wir haben doch hier mit dem Würfel mehrfach hin und her gespielt. Wir müssen erst den Würfel holen. Aber und dafür verwendest du erstmal... Ach so, ja, stimmt. Portale. Warte. Geh mal auf die Quelle hoch. Ich soll auf die Quelle. Ja, und ich schicke dich jetzt einfach raus zum Würfel, damit du ihn erstmal holen kannst. So, hast recht. Ohne Würfel ging das nicht. Okay. So. So, jetzt habe ich eigentlich schon die Quellenverbindung, aber wenn ich jetzt da reingehe, dann komme ich am Ende doch wieder nicht hoch. Weil du ja ersetzt, oder? War das nicht so? Ne, das heißt... Bereite du mal vor, genau. So, du musst jetzt, glaube ich... Mich hoch zur Quelle lassen. Moment mal, jetzt ist es ja wieder dein Portal da. Ja, das ist halt kein Rollentausch. Ich will aber tauschen. Ich will aber. Ich krieg's nur gerade nicht hin, warte mal. Was muss ich zuerst machen? Lass mich mal raus. So, du hast... Genau, du lässt mich rein und ich nehme die Quelle. So war das. Punkt. Okay, jetzt haben wir es doch. Ich schmiege mich hier an. So, du kannst vorbereiten. Okay, ich komme wieder zurück. Und bin jetzt hier oben. So... Wie wollten wir es jetzt machen? Jetzt arbeiten wir erstmal mit dem Würfel irgendwie. Also ich muss ja irgendwie runter, ne? Mhm. Das bringt ja sonst nichts. So, wer lässt jetzt wen hoch zur Quelle? Könnte ich eigentlich mit dir machen. Dann holst du jetzt schon mal den... Warte mal, du hast das... Nee, wenn du jetzt den Strahl holst, wäre doof. Dann geht's schon los mit dem Würfel. So, warte mal. Ich schieße jetzt mal so.
Jetzt müssten wir irgendwie auch, vor allen Dingen müssen wir den Würfel noch platzieren. Das kommt ja auch noch. Du machst mir ja hier gerade auf, ne? Ich leg ihn dir mal hin. Mhm. Oh. Hä? Der ist noch gekugelt. Echt? Habe ich nicht gesehen. So, jetzt machst du mir hier dauerhaft auf. Ich bleib jetzt hier auch noch stehen. Genau, du legst ihn jetzt bereit. Jetzt schon? Jetzt schon, ist die Frage, wirklich. Frage ich mich gerade selber. Vor allen Dingen, irgendwann musste ja... Ich meine, wenn ich ihn da jetzt bereit lege und ihn rüberschieße und auf deine Quelle gehe, was machen wir dann? Also, gehen wir mal davon aus, ich habe den jetzt da hingelegt. Ja. Ne, dann ist das dazu. Und ich gehe jetzt hier auf die Quelle. Wie willst du mich... Stimmt, ich muss erstmal... Ah, nee. Du musst einfach vorher raus, oder? Ich kann jetzt schon raus, genau. Du musst ja gar nicht mehr aus dem Raum raus. Genau, ich muss ja nur raus. Genau, dann gehst du jetzt raus und dann kann ich in der Theorie das machen, ne? Dann würde ich jetzt auf die Quelle gehen. Dann schicke ich dich oben raus. Und dann würdest du mich oben rausschicken und dann... Erstmal musst du den Würfel hinlegen und auch schon rüberschicken. Also den Strahl direkt holen. So. Und dann den roten jetzt da oben hin. Genau, dann geht der Würfel da schon auf die Reise, ja. Doch, so haben wir das. Du gehst dann schickst in die Quelle. Du mich jetzt hier hoch. Gehst du da runter. Und dann kann ich zu dem Knopf. So, und jetzt. Mal gucken, wie lang der ist. Oh, der muss gar nicht lang sein. Ich muss nämlich nur da schießen, ne? Weil anders kommen wir in den Raum nicht rein. Ich muss nur die Verbindung setzen. Das heißt, wir machen eine Verbindung zwischen da und da, würde ich sagen. Und da nehmen wir dann auch wieder den Würfel mit. Das ist das Schlimme. Jetzt aber die Frage, kommen wir an den Würfel einfach so wieder ran, wenn einer von uns seine Portale nicht verwenden kann? Wir kommen ja jetzt schon nicht mehr an den Würfel ran. Der klebt da an der Wand und den können wir nicht zurückholen. Ja, mit an den Würfel ran meine ich dann aus da dem... Oben. Genau, den da. Ja, das ist eine gute Frage. Also, da ich ja jetzt hier unten... Obwohl, wir könnten beide die Verbindung machen. Du könntest drücken und schnell runterkommen und schießen und ich könnte schon hier stehen und schießen. Wir müssen uns vielleicht überlegen. Ich glaube, das ist jetzt erstmal irrelevant. Na, vielleicht ist es wichtig, wer von beiden was behält. Du hast den Strahl, ich habe die Brücke. Weißt du? Ich glaube, das macht in beiden Fällen kein... Ach so, ich weiß, was du meinst. Vor allen Dingen, wenn ich schieße, dann ist das, worauf du gerade stehst, natürlich auch weg, ne? Aber du stehst ja erstmal am Knopf und drückst. Also du kommst nicht mehr in die Quelle zurück. Das könnte... Naja, das wird nicht entscheiden. Doch, natürlich. Du musst... Ach nee, dann musst du ja hier unten. Geht ja auch nicht. Du kannst auch nicht schießen. Nee, vor allem, es waren nur 2 Sekunden, glaube ich. Wenn ich das nicht hinbekomme, müssten wir das Ganze nochmal neu machen. Ich glaube, das ist zu random. Mach mal bitte Folgendes. Drück mal den Knopf und versuch, ob du bis zur Quelle zurück wieder reinkommst. Nein, das kriege ich nicht hin. Okay. Nee, okay. Wollt's nur wissen. Das geht nicht. Okay. So, also ich könnte ein Portal schießen, dann käme man entweder über die Lichtbrückenquelle rein oder ich setze einfach mein Dunkles danach da. Also über die Quelle können wir eigentlich nicht reinkommen, denn... Ich würde sagen, über das da unten wird es passieren. Okay. So, nehmen wir mal an, ich hätte die Verbindung geschossen. Dann hättest du noch den Strahl. Bringt tatsächlich nicht sehr viel, um den Würfel zu holen. Um den Würfel zu holen, brauchten wir ja ursprünglich eher die Lichtbrücke. Genau. So. Das würde dann eigentlich so aussehen, dass ich dich da durchlasse. Aber bisher war das immer so, dass der da durchgelassen wird, durch den Grill laufen muss. Wo durchgelassen? Durch die Portale, um zum Würfel zu kommen und mitzunehmen. Bis jetzt ging das immer nur dadurch, dass der andere, in dem Falle dann du, halt immer über die Knöpfe hin und her gegangen ist, damit man mit der Lichtbrücke bis dahin kam, aber dafür musstest du durch die Grille durch, was du jetzt ja nicht mehr darfst. Ja. Mir fällt übrigens gerade noch was anderes ein. Wenn wir da reinkommen, müssen wir vielleicht gar nicht zuerst den Würfel reinbringen, sondern nur erstmal den Knopf drücken für die Kugel und dann haben wir ja wieder ein Item mehr, mit dem wir arbeiten können. Lass das mal machen. Okay, das heißt, ich schieße die Verbindung? Okay. Ja. Ändert jetzt. Können wir eh nichts groß dran ändern. Ja, nee, ist okay. Ich bin auch dafür, dass wir das jetzt machen. Dann sag ich jetzt, dass du erstmal darüber gehst. Ich gehe direkt rein. Okay. So, jetzt kann ich... Muss ich mal kurz überlegen. Also Achtung, ich gehe vom Knopf runter. Nur ja, okay. So, wenn ich jetzt die Kugel drücke, die
Dann brauchen wir da wieder den Strahl, um sie zu retten, ne? Genau. Die Frage ist, ob sie von sich aus wiederkommt. Das können wir ja schon mal ausprobieren. Ja, ja. Achso, das muss ja ich machen. Oh. Oh, nein, ja. Tut sie nicht. Wir müssen sie also abfangen. Okay, also was ich machen könnte ist... Guck mal, wenn ich drücke und hier rausgehe, kann ich direkt den Strahl nehmen. Und sobald du mir auffällst, kann ich auch gleich... Oh, da muss man schnell sein. Du müsstest noch hier bis auf diesen Knopf laufen. Nee, das machst... Nein, das kannst du nicht, stimmt du. Ich muss... Ja, ja, das schaffen wir gar nicht alles in der Zeit. Oh, es ist fies. Das heißt... Beziehungsweise... Warte mal, du kannst ja den Strahl vorbereiten, ne? Ja, aber wie? Indem du mich kurz darüber lässt und ich dich hier reinlasse. Wir tauschen kurz durch. So. Warte mal, wie geht denn das jetzt? Ja, genau. So. Ist das kompliziert. Aber wie... Wie... Das heißt, dass ich den Knopf jetzt einfach drück. Ach so. Nee, es muss... Nee, es muss noch einer hier draufstehen. Das kann ich gerade nicht machen. Ach so, dann lass ich dich kurz lass mich noch mal raus, bitte. Ja, genau. Dann kannst aber du dich da draufstellen. Ansonsten hast du recht, genau. Dann drücke ich jetzt den Knopf und dann... Aber da hat man auch schon wieder gesehen, dass das nicht rechtzeitig funktioniert mit dem Rauslaufen. So. Dann mache ich jetzt mein Portal weg, damit sie runterfällt. Ja. Auffangen müsstest du ja können, ne? Kann ich machen, aber passiert auch nicht viel hier. So. Das wäre ein Teil des Ausgangs, aber es wird ja so sein, dass wir erstmal vielleicht sie anderweitig benutzen müssen. Ah, mit ihr können wir jetzt den Würfel holen, ohne dass du deine Verbindung aufgeben musst. Weil sie Knöpfe beschweren kann. Genau, sowas in der Art, hatte ich auch gedacht. Mhm. So, dann lasse ich dich mal da rein, damit du sie da hinlegen kannst. Jo. Ich gehe wieder raus. Mhm, dann musst du jetzt hier auf den Knopf. Achso, ich hätte vielleicht die Quelle holen sollen, oder? Die Lichtbrücken. Nee, wir brauchen deine Verbindung. Wir brauchen deine Verbindung. Ach, bloß nicht aufgeben. Ach, die, okay, die willst du die ganze Zeit aufrechterhalten, alles klar. So, das heißt... Ja, weil wir da, Ach so, du lässt mich da jetzt hoch, ja? Genau, du gehst jetzt da rein. Aber wenn ich jetzt dann... Ja doch, ja, ja, stimmt. Ich gehe rein, ja, ja, ja. So, dann kommst du jetzt da raus und holst den Würfel. Genau. Okay, dann bin ich jetzt dann hier. Dann lasse ich dich da wieder raus. Ach so, genau. Und dann kannst du den Würfel da reinbringen. Ah, sehr schön. So, der macht jetzt den... Hast du ihn richtig draufgelegt? Ja, hast du. Okay. Ja. Sah gerade in der Vorschau anders aus. Ja, er rutschte noch. Ich habe gar nicht mehr hingeguckt. Ich habe nur gesehen, dass der rote Grill aus ist, deswegen. So, okay. Jetzt kann man von der anderen Seite irgendwie durch. Aber was hilft einem das, wenn man da sowieso durch den Grill läuft, ne? Bisschen. Ach so, das ist einfach nur, damit wir ins Ziel laufen können. Das heißt, wir müssen die Kugel da ran... Ne, geht ja nicht. Die Kugel muss ja in dem anderen Dingens da sein. Das ist ja auch blöd. Hä? Kriegen wir noch mehr? Verstehst mein Problem, ne? Also mindestens einer von uns beiden muss nur die Portalverbindung haben, um den Würfel da hochzudrücken. Und der geht dann vor und der andere kommt wahrscheinlich hier durch den Grill, weil es bei dem dann egal ist. Irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Nur eine grobe Orientierung hier. Ja, diese blauen Wände hier, die, wenn ich da durchlaufe, sind die Verbindung von der Person, die da durchlaufen, weg. Und sowohl die Kugel als auch der Würfel gehen kaputt, wenn man sie da durchhält. Bei dem roten Strahlen gehen wir komplett kaputt, aber Würfel und Kugel könnten theoretisch durch. So, für meine YouTube-Zuschauer, das war gerade eine Frage im Chat, was der Grill macht, sozusagen. Oder die Grille, Grills. Okay, wie ist der Plan? Also es steht doch fest, dass der Würfel da hoch muss, weil die Kugel muss ja liegen. Der Plan ist, glaube ich, ziemlich simpel. Das wäre schön. Ich habe in solchen Kammern ständig das Gefühl, dass wir alles nochmal von vorne aufrollen müssen, ab einem bestimmten Punkt. Pass mal auf. Wenn ich jetzt hier bin, ne? Hier, wo ich jetzt bin. Ja. Sagen wir mal, ich mache da auf, damit du die Murmel da rausholen könntest. Ja, ich kann jetzt auch rauskommen. Also durchkommen, wenn du möchtest. Mach mal das mal kurz. Ich glaube, wir sind nämlich schon ziemlich nah. Am Ausgang.
Okay, ich soll sie rausholen und du bleibst drauf, ja? Soll ich genau. sie schon ins Ziel legen? Du könntest sie, glaube ich, ins Ziel legen, genau. Okay, mache ich das? So, ich mache es mal noch nicht, aber wenn ich jetzt den Strahl da oben nehme, dann durch deine Verbindung lauf. Dann kannst du den Strahl vorbereiten. Das einzige Problem habe ich noch mit dem Würfel hier. Ja, das sehe ich nämlich auch. Weil ich könnte zwar sagen, ich gehe dann hier hin und schieße von hier. Ach so, na klar, ich mache das dann mit dem Würfel und dann komme ich zum Schluss hier durch. Ich komme dir hinter. Ah, wie komme ich dir denn hinterher? Dafür muss ja da. Ach so, klar. Gehen. Ich stelle mich jetzt schon mal hier hin. Doch, das funktioniert. Ja, schieß jetzt nicht falsch. Moment, du musst nochmal zurück. Ich schieß gar nichts. Ich schieß noch gar nichts, weil ich habe ja noch nicht mal den Dings. Aber du würdest hier so am Ziel vorbeilaufen, ne? Hier, wo ich gerade bin, läufst du hin, dann gehst du hinter diese rote Barriere, legst den Würfel dahin, springst hier runter, läufst durch den Grill, der vor deiner Nase ist, und läufst nochmal eine Ehrenrunde bis zum Ziel, während ich von hier aus einfach den Strahl hinschießen kann, damit es hochgeht. Genau, ich habe jetzt gerade viel zu kompliziert gedacht. Ich dachte, ich muss in den Raum wieder rein, der gerade völlig zu ist für mich von außen. Aber du hast recht. Ich hole jetzt einfach nur den Strahl und dann läufst du deine Ehrenrunden und dann müssten wir eigentlich schon fertig sein. Genau. Oh. Sehe ich auch so. So, dann laufe ich jetzt noch hier hin und jetzt darfst du deine Ehrenrunden drehen. Spielsatz Fail macht den Rest. Okay, meine Verbindung ist nicht mehr wichtig, du hast recht. Sehr schön, ja. Plopp. So, jetzt kann ich die Kugel wieder rausnehmen und in den Grill werfen, richtig? Genau. So, dann haben wir beide Haken fürs Ziel. Und du darfst mir High Five geben. Genau. Vor der Kamera wollte ich das machen. So. So, du gehst zuerst. Meine Portale waren wichtig. Sehr schön. Sehr schön. Krieg von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ja, das habe ich auch schon gerade getan. Ich glaube, das gleiche Problem wie bei der letzten Kammer ist einfach gewesen, du kommst in die Kammer rein und sie erschlägt dich einfach mit den Möglichkeiten. Ja. Wenn man das dann nach und nach aufhört, gerade so die letzten 1-2 Schritte sind dann immer recht simpel. War ja in der letzten Kammer genauso. Die letzten zwei Parts waren ja richtig simpel zu lösen dann. Nur der Anfang war halt immer schwer, erstmal reinzukommen. Man muss am Ball bleiben und dann wird man aber auch belohnt. Also ich fand sie sehr schön. Ich fand sie auch gut. Wirklich sehr schön. Also vor allen Dingen, wir sind eigentlich ständig in kleinen Schritten vorangekommen, ohne dass wir großartig richtig zurückgefallen sind. Also nur mal zwischendurch kurz, aber das war ja nicht total dramatisch. Fand ich echt cool. So, wie sieht's aus? Möchtest du die letzte Kammer noch versuchen? Ich möchte hier erstmal mein Video abmoderieren. Okay, das möchtest du beenden. Ja, na klar, wir haben jetzt eine halbe Stunde. Hier ist erstmal Schluss für heute für mich. Dann ist Schluss für dein Video. Genau. Also dann, bis zum nächsten Mal auf YouTube bei mir zumindest. Tschüss. Tschüss.